So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu ja, Nightmares from the Depth oder Albträume der Tiefen, Ruf der Sirene. Irgendwie sollen wir diesem Fischer helfen, aber ich habe keine Ahnung wie. Ah, ein Wimmelbild. Ah, schön, und hier unten sind so... Ich mag es immer nicht, wenn da unten Begriffe stehen. Das ist immer so... Finde eine Vase. Das ist eine Vase. Das könnte eine Vase sein. Das könnte eine Vase sein. So weiß man immer ziemlich sicher oder einigermaßen sicher, was man so suchen soll. Bin dabei zwar nicht gut, aber ich weiß wenigstens, was ich suche. Es ist voll mit Säure, das sieht man so nicht. Nein. Suchen und verwenden, das kommt ja schon mal gut. Kannst du das nicht da rausnehmen? Random rumklicken bringt manchmal was. Nicht immer, aber manchmal. Ja gut, dass das jetzt ein Tuch sein soll, hätte ich nicht gedacht. Oh, den Spiegel. Ah, ich darf den Spiegel zusammenpuzzeln, das gefällt mir. Okay, ganz ehrlich, welches Schachbrett sieht denn so aus? Das sieht eher aus wie ein Viertel einer Piratenflagge, aber ist okay. Und nicht immer ziehen. Ganz wichtig. 4.15 Uhr, okay. Oder 4 durch 15, aber das ist kein guter Bruch. Man müsste die Zeit einstellen können. Die Pumpe fehlt. Ah, das soll ein Pumpball sein. Jetzt ätzt der voll weg. So. Okay. Das wird ein Puzzle. Ach so. Doch kein Puzzle. Na, eine Goldzange. Gold wird von den meisten Säuren nicht angegriffen. Lass ich so durchgehen. Jetzt könnte das dahin passen. Dann haben wir einen Diamant, wird auch von wenig Säuren angegriffen. Das stimmt auch wiederum. Sollte etwa Tiara Juwel, ja. Das tut sicher weh beim Aufsetzen. Wir brauchen 4 Uhr. Cool, und sie wollen es nicht mal auf den Millimeter genau haben. Das gefällt mir. Sehr schön. Riechsalz. Ganz ehrlich? Riechsalz? Das wäre jetzt nicht das Erste. That damn beast hit me hard. I'm badly wounded. If I don't get treated soon... Listen. No matter what happens to me... You have to find and open Davy Jones's chest to lift the fish curse. Take my map of Kingsmouth. It'll help you track down the mayor. Promise me you'll save Calliope. Sehr schön. Wir haben eine Karte bekommen. Please, find some gauze and bandage my wounds. Gaze? Oder Gase. Hier war eine Erste-Hilfe-Kiste. Eine Erste-Hilfe-Koffer oder eine Erste-Hilfe-Kiste. Da müsste Verband drin sein. Ich meine sogar Verband gesehen zu haben. Ja. Natürlich. Mit bloßen Händen kann ich die Balken nicht entfernen. Ich muss mir den Weg freischlagen. Okay. Ach, freischlagen im Sinne von schlagen. Wir hatten hier vorhin Feuer. Können wir das nehmen? Ein Seil ist doch sowas ähnliches wie eine Bandage, oder? Hm. Dann nicht.
Okay. Komm, wir erlösen ihn von seinem Leid. Da, da. Nein. Das wäre fies. So schlimm ist er nicht verwundet. Nein, er... helfen kann ich ihm jetzt auch. Nicht zu viel auf einmal. Ich wollte die Bretter noch haben. Ich glaube nicht, dass sie das so vor der Tür geparkt haben. Warum hast du die Axt weggeschmissen? Ich könnte die Balken an der Kutsche festbinden. Ja, das ist eine tolle Idee. Break through the door and help me, quick, before they leave. Ach so. Bye. Die Symbole sehen darüber sehen aus, als wären sie eine Mischung der Symbole darunter. Vielleicht kann ich sie anordnen. Das ist zum Teil da. Das sieht gut aus. Das wäre jetzt vollständig. Ah, jetzt passt. Okay, wir brauchen das nicht, das eventuell. Ja. Passt so. Das ist gleich ein Erste-Hilfe-Schrank. Schön. Bandage. Nimm doch mal mehr als eine Sache aus einer ganzen Kiste mit. Hallo, gruseliger Typ. Are you? Are you the one making such a racket? You don't smell like the mayor or any of his goons or anyone from Kingsmouth at all. You probably got lost. Real lost. Pretty little town, isn't it? I'm glad I'm blind, so I won't have to witness the demise of Kingsmouth. You see, there was a time when we were just ordinary folk. Not hideous fishmen. I'd drink to those times, but I'm short on rum. Can you procure a bottle for a blind man? Die Angelschnur ist um irgendeinen Mechanismus gewickelt. Echt? Also. Kurz für wer es nicht mitlesen konnte und nicht verstanden hat. Der werte Herr blinde Herr sagt uns, dass mal die Stadt nicht mit Fischmenschen besiedelt war und dass er gerne Bull rum hätte, um auf diese Zeit anzustoßen. Aber da er blind ist, hat er nicht die Möglichkeit, selber nach seiner Flasche zu suchen. Dann kommen wir zurück. Ich hätte mich wahrscheinlich dahingesetzt und sofort abgeknotet. Weil ich das kann. Ich hebe das Tor an. Das Pony sieht gut aus. Entdecke die Geheimkammer. Haben wir gerade getan. Ja. An dem Tor können wir jetzt erstmal nichts machen. Was ist das? Achso, Reste vom Tor. Tor ist verschlossen. Ah, eine Stange.
Was gibt's hier noch? Beschädigte Waren wurden nach Schließung des Ladens zurückgelassen. Okay. Bin mir sicher, sie wird später nicht danach suchen. Abgedecktes Fahrrad? Abgedecktes Fahrrad. Ein Pedal, eine Kette und ein großes Zahnrad. Das ist rostig. Bevor ich daran herumbastle, muss ich es ölen. Ich bin mir sicher, irgendjemand hat hier Fischöl. Nehmen wir die Laterne auseinander. Okay. Okay. Das war unerwartet. Öl. Die Doppelscheiben des Uhrwerks fehlen. Ich muss sie finden. Doppel. Okay. Miep. So wird Rost nicht entfernt. Ich finde es lustig, dass es immer bei allen funktioniert, aber... Rost geht nicht weg, nur weil man ihn mit Öl beträufelt. Das war jetzt aber nicht die Doppelscheibe des Türschlosses, oder? Ich hoffe. Ich muss das fehlende Zahnrad anbringen. Dafür sollte ich... zuerst den mittleren Mechanismus ersetzen. Na gut. Mich auch ganz stark gewundert, wenn wir jetzt alles hinter uns lassen können und ohne den Fischer zu verarzten direkt weiter können. Ich meine, nachdem wir schon versucht haben, ihn umzubringen. You came back for me. Thank you. I'm in no shape to move, but I'll try to assist you. Not long ago, I was one of the Mayor's Praetorians. But meeting Calliope opened my eyes. When I couldn't suffer Murray's lies any longer, I freed Calliope, and we fled. We promised each other that we would lift the fish curse from Kingsmead. But today, the mayor found us. Please, follow after him and rescue Calliope. Here, take my dagger. You'll need something to defend yourself in this cursed town. Ja, klar. Follow the mayor's troops. We need to establish where they took Calliope. Es war auch unglaublich schlau von ihm, wenn er schon von diesen Fischleuten verfolgt wird, so sehr, dass sie das Museum angreifen und dabei so unauffällig sind, dass sie sogar warten können, bis wir die Schatzkiste geöffnet haben, dann sofort mit uns zu seiner Sirene zu fahren. Also, es war ja eigentlich klar, dass sie ihm dann auch dahin folgen können, wenn sie Bock haben. Torbogen. Was sagt eigentlich die Karte jetzt? Verfügbare Aktionen, hier bin ich. Und die anderen haben noch keine... die verfügbare Aktion. 5 Minuten habe ich noch, ja, aber... Das ist ja keine verfügbare Aktion. Er sieht wie eine Stadt aus dem 18. Jahrhundert ohne Elektrizität. Ah, den Gullideckel habe ich noch gar nicht. Ah, ist eine Ratte drauf. Klar. Ah, Brechstange. Hi, Ratte. Ich hatte mehr Widerstand erwartet. Okay. Machen wir weiter. Zahnrad. Vervollständige das geheime Muster, indem du die Zahnräder vertauscht und den Mechanismus aktivierst. Ja. Das wäre jetzt eigentlich ein lustiges Zahnradrätsel, wenn da nicht die Lösung schon vermutlich auf den Teilen steht. Also wir brauchen uns ja nicht mal an den Zahnrädern zu orientieren, solange wir... uns einfach am Tintenfisch orientieren können.
Dieses Riesenteil muss eigentlich hier hin. Ach nee, Quatsch, das muss hier oben hin. So. Dann brauchen wir das. Geheime Muster, dass ich lache. Also es wäre für mich schwerer, wenn man das anhand der Zahnräder machen müsste. Wo ist denn noch so eine Form hier oben? Ja. Ja, das passt auch. Sehr schön. Sieht auch richtig aus, sagen die. Kann aber eigentlich nicht. Nee, das sieht völlig falsch aus. Das sieht viel besser aus. Dann müsste ja demnach das hier sein. Das so. Das so, und dann sollte es passen. Ziel, hebe das Tor an. Ja. Haben wir den Dolch noch? Ja, endlich mal ein Gegenstand, der länger als eine Aktion durchhält. Mayor Murray is stalling the Praetorians. What is he up to? Wie seltsam. Eine Klappe steckt in einer Wand fest. Eine Klappe? Kann ich das Umfeld der Klappe gründlich untersuchen? Ich würde gerne den vollständigen Schlüssel lösen. Umrisse der Tür sind jetzt sichtbar, aber sie sind schwer. Zu schwer, um sie normal zu öffnen. Das muss wohl mit Gewalt. Ja, das versuche ich mit was anderem. Bürgermeister, Gründer von Retter von allen. Sah ein bisschen aus wie ein Mofa. Ja, komm. Murray sieht einem Hai ähnlicher als einem Menschen. Das muss die Wirkung des besagten Fischfluchs sein. Da sind wir wieder bei der Tür. Gewalt heißt im Fall einer Steintür wahrscheinlich Sprengstoff. Es wird lustig. Was steht denn hier? Der Zeitungsjournalist ist wegen Verbrechen gegen Bürgermeister zur Fahndung geschrieben. Die Redaktion des Kingmouth Couriers ist geschlossen, bis der Täter der Justiz überbracht worden ist. Ihm wird Anstiftung zum Aufstand gegenüber unserem Führer und Verleumdung mit falschen Anschuldigungen angelastet. Bürgermeister wahrscheinlich. Hier haben sich wohl weitere Tapfer gegen den Bürgermeister verschwunden, ja. Münze! Ich brauche einen Schlüssel. Diese Tür führt zu der führt in die Redaktion der lokalen Zeitung, okay. Dann macht der Satz auf einmal wieder Sinn. Aber leider muss ich sagen, dass wir schon wieder die 20 Minuten um haben und ich dann soweit auch erstmal den Part beenden muss. Also insofern, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!